Abdruck ist die Jargonbezeichnung für eine Zahnabformung aus einem elastischen Abdruckmaterial. Die Zahnabformung ist also eine Negativkopie Ihres Mundes. Diese Abformung wird mit Gips ausgegossen, um eine originalgetreue Kopie Ihres Mundes, ein Modell, zu erhalten. Auf dem Gipsmodell wird später der Zahnersatz hergestellt. Die Qualität Ihres Zahnersatzes, die Randdichtheit, die genaue Passung, die Höhe ist also entscheidend von der Qualität des Abdruckes abhängig. Bei einem ganzen Abdruck erhält man ganze Kiefermodelle und somit einen sogenannten Drei-Punkt-Kontakt. Die Modelle sind dadurch nicht schwenkbar. Erst so kann der Techniker einen eindeutig passenden Zahnersatz herstellen. Um genaue Abdruckgrenzen zu erhalten, muss das Abdruckmaterial die Zahngrenzen umfließen können. Es darf also kein Zahnfleisch, Blut oder Speichel den Zahn umgeben. Um dies zu erreichen, muss eine Blutung gestoppt, zum Beispiel mit dem Kauter, und das Zahnfleisch zur Seite geschoben werden, zum Beispiel mittels Fäden. Erst so erhält der Techniker präzise Abdruckgrenzen. Nachdem die Vorarbeiten abgeschlossen sind, erfolgt der eigentliche Abdruck. Mit einer feinen Spritze wird das Abdruckmaterial genau an den heiklen Stellen platziert und mit dem Luftpuster ordentlich verteilt. Der individualisierte Abdrucklöffel wird jetzt erst samt Abdruckmasse in den Mund eingebracht. Der Abdruck sollte unbedingt so lange im Mund verbleiben, solange der Hersteller angibt. Zuletzt wird der Abdruck aus dem Mund entfernt, kontrolliert, fachgerecht verpackt und an den Techniker geschickt. Dieser muss dann den Abdruck nach einer bestimmten Zeit mit Gips ausgießen. Werden die Zeiten nicht eingehalten, verzieht sich die Abformung.